Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Let's Play Torchlight. Mein Name ist immer noch Eddie. Dann lass uns auch gleich mal loslegen. Ja, ich habe mir jetzt ein neues Programm zum Aufnehmen geholt. Hoffe, dass das mit der Tonspur nicht mehr vorkommen wird. Und mit den FPS-Lags auch nicht. Ich habe es extra vorher getestet. Hoffe, wir es mit klappen. Wird zwar jetzt viel mehr Speicher verbrauchen, das heißt länger random. Oh, es geht schon los. Ja, gut. Das heißt, es wird viel mehr Speicher verbrauchen, das heißt länger rendern. Das bedeutet längere Wartezeiten. Aber was soll's? Ihr könnt es euch wenigstens angucken, ohne dass irgendwie die Tonspur verschoben wird, weil das ging mir beim letzten Let's Play ziemlich auf die Eier. Ja, da bis jetzt keinerlei Kommentare von euch kamen zu irgendwas, außer dass ich die Schimpfwörter weglassen soll, ich werde es versuchen. Ja, wenn ich ausflippe, dann flippe ich nochmal aus. Es sind nochmal Emotionen auch dabei. Aber naja. Ansonsten ist halt wirklich nichts anderes gekommen. Ja, gehe ich einfach davon mal aus, dass es euch so gefallen hat. Und dass es euch auch weiterhin gefallen wird. Ja, das nächste Let's Play wird es dann wahrscheinlich am Dienstag geben. Aber worum ich euch doch wirklich nochmal bitte, ist... Ah, geil, Level. Ist, dass ihr mir vielleicht ein paar Themen geben könntet, über die ich sprechen könnte. Weil ich will nie, dass ihr hier... Ich will ja nicht die ganze Zeit irgendwie... Oh, Quest, cool. Ich will nicht die ganze Zeit irgendwie sinnlos rumlabern. Ich könnte mir natürlich ein Konzept erstellen. Ich könnte jetzt auch anfangen wieder über dieses komische, was der Kerl dort in die Schule niedergemetzelt hat. Könnte jetzt auch natürlich anfangen drüber zu reden. Aber ob ihr das hören wollt, ist die andere Frage. Aber... Oh, nächste Stufe. Blutsteinschild. Klingt ja mal nicht schlecht. Nehmen wir mal rein. Für wie lange? Cool. Aber erstmal Quest abgeben. Ja. Weihnachten steht vor der Tür. Für die Leute aus Sachsen wie mich. Letzte Schulwoche. Entweder schön entspannt oder nochmal richtig schön stressig. Fledermaus-Kreatur, Vakasa, bla bla bla. Und da die nächste Quest rein. Jetzt. Sie haben eine neue Quest gestanden. Nee, ist nicht besser. Kann man verkaufen. Auf Wiedersehen. Jetzt können wir uns. Ach, mehr Ruhm. Kann ich gleich wieder einen Fähigkeitskill. Machen wir gleich mal. Jetzt zeige ich euch mal den Sinn des gemeinsamen Lagers im Torchlight. Das ist halt, man kann von anderen Charakteren, kann man die Gegenstände, die man nicht mehr braucht, halt in dieses gemeinsame Lager reinlegen. Und dann können diejenigen, die es benötigen, es ganz locker flockig verwenden. Deshalb checke ich das gleich mal, ob hier mir schon irgendwas irgendwie nützt, aber es scheint mir nicht so auszusehen. Nee, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Na egal. Weiter geht's. Wo war ich davor stehen geblieben? Ach ja, letzte Schulwoche in Sachsen. Bei mir wird's schön stressig. Ich hoffe, dass ich am Dienstag und am Donnerstag die Let's Plays schaffe. Am Samstag könnte es schon wieder kritischer werden. Aber ich werde es versuchen. Heute habe ich mir halt vorgenommen, diese Ebene zu machen. Und wenn ich nicht mich total irre, dann kommt nach dieser Ebene auch schon der erste richtige Bosskampf. Und den will ich auf jeden Fall noch mit reinbringen, weil wenn ich den als extra mache, kommt das meiner Meinung nach sinnlos. Wieder ein neuer Gürtel. Und die Gürtel schmeißen die hier rum, ey. Ein Schild ist bestimmt hilfreich. So. Als Nahkampfmagier? Können wir vorstellen. Ja, schon wieder geschossen. Piu! Piu! Oh, das war jetzt einfach. Viel Zweck, weil. Zwei Verzauberte waren es, ne? Irgendwas muss schon hingehen.
sind die Führer? Ach so, das ist das Schild, das die ganze Zeit absolviert. Ich dachte, das sind die Gegner. Lol, fehl. Gucken wir mal. Schaden ist nicht besser, aber hier haben wir. Wir hören durchschnittliches Angriffstempo. Wir haben hier.